Heimatbühne Werder Berg dermal unterwegs in keiner Mission. Eine ländliche Komödie in drei Akten vom Thies Fetsch, also von einem Hiesigen. Der Meinrad Graf, der Gutsbesitzer in dem schönen Haus hier rechts, der hat seinen Freund in dem Lotterhäusl, der Lukas Höhler, um sein fast ganze Hab und Gut gebracht. Jetzt aber die uneheliche Tochter von Meinrad Graf, Pia, noch mit dem Nachbarn, mit dem Roman anwandeln will, jetzt passt ihm das gar nicht. Jetzt sagt er, das Öhler steigt wilder und probiert alles, um irgendwie das wieder in die richtige Bahn zu lenken. Aber dann kommt der ehemalige Knecht, der Karin, ins Spiel. Eine Tante, die auftaucht und dann zu allem her noch als Journalistin. Und dann sucht man nach dem versteckten Tagebuch von der Barbara Öhler und das Spiel in keiner Mission wird eine längere geheimnisvoller. Miriam Ruetz führt Regie. Es hat auch noch Privatdetektivin, die da dann engagiert worden ist von jemandem, wo dann das alles tut schlussendlich aufklären und natürlich und schlussendlich alles gut. Ein bisschen Wahrheit dabei auch. Kann so etwas passieren? Ja, jawohl. Es wird noch nicht darüber geredet, in der Regel. Aber ich denke schon, es ist zum Teil recht gut zum Leben ausgegriffen. Und was mir halt gefällt, ist einfach so die unverblümte Aussprache, die der Thies einmal happy in einem Stück. Ach Roman, wenn das noch gut kommt, dann müssen wir uns nicht mehr verstecken vor dem Vater. Gib auf, ich geh auf. Es wird schon alles gut kommen. Hier! Ist alles ins Nacht? Es ist alles parat. Jetzt schauen wir hier verschwinden. Ja, ganz ruhig, Herr Graf. Vielleicht ändert sich die Zeit darauf einmal. Du machst mir nichts vor. Und du, Pia, kommst auf die Stelle mit ins Haus. Ich komme gerade. Ich spiele Pia Graf. Und ich bin die Tochter vom Gutsherr. Ein strenger Vater, hä? Ja. Und ein verdammter Kock? Nein, ganz ein sympathischer. Echt? Ja, ja. Aber Karte ist alle weicher Kern. Aha, okay. Aber er hat schon ein bisschen komische Sachen unter der Macht. Ja, das hat er. Er hat vorher gesagt, er sei in Natur ganz anders, mit seinem Bösen. Ja, echt? Ja, in Natur ist er ganz anders. Ah, okay. Dann haben wir also den Markus auch im Theater wieder so zurück, wie er war. Ich denke es ja. Ja, ich bin der Meinrad, der Gutsherr, im Bösen, am Anfang. Plagen meine Nachbarn. Aber ich habe meine Gründe. Ich muss nach Kugel schauen, wenn er wissen, wie es rauskommt. Aber ja, am Anfang habe ich mich so wohl gefühlt in der Rolle, weil ich einfach so im Bösen war, aber es kommt gut. Da ist ja meine Süße und Ewig. Du bist mit allen die einzig liebste Lebewesen, die es gibt. Ich bin nicht das Lebewesen. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Du willst den Rest von eurem Club nicht mehr aufs Spiel setzen. Eher würde ich mich mit einem Krokodil einladen. Und übrigens, letzte Woche, wo ich dich gefragt habe, wegen ein paar schönen Stunden zusammen, hast du ja gesagt. Ich habe gesagt, dass ich es mir überlege, weil ich mir nicht sicher war, was du meinst. Aber jetzt habe ich mit jemandem darüber geredet und ich weiß halt auf. Geredet? Mit wem hast du geredet? Bist du vor allen guten Geistern verlassen? Ich habe gesagt, es muss unter uns bleiben. Ja, wie nur? Fragst du ihn? Ich bin Nathalie Öhler. Ich habe zwei Brüder und ich wohne im armen Haus. Und macht dir Spass, die Rolle? Ja, mal wohl. Ich bin ein bisschen männlich, aber sonst ist gut. Schau, hier ist eine Tonlampe gefunden. Aber sie ist verschlossen. Und wir haben keinen Schlüssel. Die bringen wir schon auf. Aber das machen wir mit Isolde, da haben wir eine Zeugin. Das ist eine gute Idee. Ich habe sonst gerade schon mal das Nachrichten. Wie sollen wir denn gerade? Wir haben einen Bärenhunger. Ich bin Felix Öhler, ich bin der ältere Bruder der Öhler-Familie, die auf der Gegenseite vom Gutsherr Meinrad Graf wohnt. Und der Meinrad plagt uns halt. Und wir wehren uns gegen ihn, weil wir aufgrund von dem, dass wir das Buch suchen müssen, nicht genau wissen, was eben dort hinten steht. Und das gilt es dann herauszufinden. Und der Meinrad, verdammter Kogel, verlogener Kogel, ja. Ja, das wissen wir eben nicht so genau, weil niemand so genau weiß, was alles stimmt. Und das lösen wir ja dann in dem ganzen Theaterfall. Aber ihr seid sauber? Ja, soweit schon. Ah, es wäre mir ja noch lustig, ob ich die Kiste aufbrecht. Das geht nicht. Das ist das Lut. So schöne Gesippschaft, die gehen noch auf. Wow, wow!
es mich dermassen du verschrecken? Oh, verschrecken tut nur der, der ein schlechtes Gewissen hat. Was hast du mit dieser Kiste wählen? Ja, eigentlich nichts. Nur ein bisschen anschauen, das antike Schmuckstückli. Ja, mit der Schrotflinte. Bist du kurzsichtig? Oder wieso hast du die Kiste am Boden herstellen? Hör auf, so saublöde Herrplapperer. Die sehen ihn noch gerade so knapp. Aber nur mal lang, wenn ihn jemand verschwindest. Zuerst sagst du mir du noch genau, wer du bist. Und dann wollt ich deinen Namen noch wissen, aber sofort und sonst. Erstens, sie hat einen Blinden, dass du keine Kugel im Lauf hast. Und zweitens, geht die, mein Name, überhaupt nicht an. Und drittens, bin ich eine, die mehr weiss, wie dir lieb ist. Also ich bin Ida. Ida Stolz, ich bin die Tante von diesen Ölers. Ja, ich bin manchmal ein bisschen durchgeknallte Tante, aber ich habe auch so ein bisschen zwei Seiten. Einerseits bin ich wieder so ein bisschen bedacht, was ich jetzt hier wieder angestellt habe, weil ich hier schon auch ein bisschen im Hintergrund ziemlich mitmischle. Wieso soll ich keinen Kuck vergessen anzuladen? Hast du Probleme, Ida? Du musst keine Angst haben, ich habe alles mitgehört. Ida? Du bist die Ida? Hast du gemerkt, dein Name passt ihm nicht, hä? Du hast glaub schon ein bisschen zu viel verraten. Aber mach gern, wenn der noch ein bisschen ins Grübeln kommt. Weißt du, wieso das der mit Fredo war? Ja, natürlich weiss ich warum. Er hat er wollen drohen. Nein, schon tolle Kille. Oha, dann hat er jetzt es. Schmeckt? Ah, bist du ganz sicher? Ja, ich meine schon, aber leider habe ich keine Zeugen. Aber weißt du was, wir müssen ganz sicher sein. Und wie willst du das machen? Ja, auf alle stellen wir jetzt den. Jetzt schauen wir die Kiste liegen, wo sie ist und von uns Haus. Ich bin der Knecht, der Karli. Ich bin rausgeworfen worden. Und schaue jetzt hier so ein kleines bisschen mit rein im Hintergrund, dass die Sachen zurechtkommen. Es sind ein paar Ungereimtheiten passiert. Zurechtkommen oder machst du es ein bisschen komplizierter, dünkt es mich? Nein. Wir schauen an, dass es gerade zurechtkommt. Du bist auch wieder dabei. Was macht dir Spass? Ja, auf der Bühne. Ich wäre honest zu sein. Einfach drauf los spielen, ausprobieren, verschiedene Sachen ausprobieren. Ja. Und wenn der Autor auch noch ein Pfitsch ist, macht das etwas aus? Nein, gar nicht. Nicht? Voller Stolz. Aber ich kann euch versprechen, ich werde nichts aufschreiben, wo ihr nicht einverstanden werdet. Ich sage nichts. Ich auch nicht. Gut, leider. Ausgeben tue ich mich als Journalistin. Ich bin engagiert worden, aber eigentlich als Privatdetektivin. Und ja, nach dies nach kommt das ins Licht. Eben so vieles kommt ans Licht. Macht das Spass, hä? Ja, es macht Spass. Ja, das meinst du, könnte auch in der Realität noch so etwas passieren? Hä? Ach, wahrscheinlich noch mehr wieder, als man meint. Kennt ihr den Herrn Graf? Ja, selbst schon. Was wollen wir wissen? Jetzt schauen wir uns ängstlich um an. Jemand ein schlechtes Gewissen. Und Sie, kennen Sie den Herrn Graf? Entschuldigung, Sie bitte nicht gerne Antwort an Leute, die Sie nicht kennt. Hören Sie mich! Du dumme Uschle! Was brechen du mir so ins Ohr? Immer ein halber Herz, wie das hier bekommen. Schwierig zum Soufflieren, gell? Es ist halt einfach schwierig, die richtige Lautstärke zu verwischen und den richtigen Moment. Ja. Und einige könnten es noch ein bisschen besser lernen bis zur Aufführung, hä? Ja, es ist halt einfach mit der Nervosität auch die Kamera, glaube ich. Weil die letzte Mal war es besser. Oh, jetzt bin ich wieder schuld. Ja. Ja, dann halt. Aber am besten gehen wir euch einfach selber schauen. In geheimer Mission Heimatbühne Werdenberg Tournee 24. Die Aufnahmen sind eine Woche vorher gewesen, also eine Probe. Am 12. Oktober ist dann die Premiere. Weitere Aufführungen sehen ihr hier auf dem Flyer. Und dann könnt ihr euch auch noch kundig machen, was sonst so alles geht und vor allem auch gegangen ist. Unter www.hb-werdenberg.ch da seht ihr hier rechts Heimatbühne Werdenberg Dermal mit einem Stück von einem lokalen
genialer Autor von Thies Fetsch. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist sehr lustig. Natürlich können wir die Gags nicht zeigen. Sonst würden wir alles vorwegnehmen. Am besten, ihr könnt dort her.